Ich freue mich, dass wir heute Gelegenheit haben, über ein ganz besonderes Thema zu sprechen, nämlich das Thema Sippenhaft, wie Hitler sich an Kindern rächte. Und Herr Görtler, Sie tragen den Namen Ihres Großvaters, ein ganz besonderer Mann. Würden Sie uns kurz schildern, wer war Ihr Großvater? Ja, also zunächst ist es immer so schwierig. Ich kann also von eigenen Erfahrungen zu meinem Großvater nicht viel sagen, weil ich nämlich erst Ende Oktober 1943 geboren war. Aber, wer war er überhaupt? Wir wissen ja jetzt im Moment. Ja, das kommt sofort. Ich werde es gleich erzählen. Ja. Aber mein Großvater hat mich gesehen. Ja. Nur habe ich ihn nicht mit Bewusstsein wahrnehmen können, weil ich da einfach zu klein war. Ja. Ja. Und und dann hat er mich noch an einer anderen Stelle, aber das kann ich nachher noch erzählen, wenn das den Fall. Also mein Großvater war, es war ja nun Krieg und mein Großvater wollte auf jeden Fall Kriege vermeiden. Mein Großvater war im Widerstand, also das ist das Kennzeichen. Und er ist 1884 in Westpreußen, Posen, in Schneidemühl geboren. Stammt aus einer Familie, die einerseits konservativ war, aber auch sehr gewissenhaft. Ja. Der Vater von meinem Großvater, der war Amtsrichter, ja, in Marienwerder. Schneidemühl, Marienwerder liegen relativ dicht nebeneinander. Ja, und mein Großvater hatte immer gedacht, also das, was er vorhatte, er wollte Kommunalverwalter sein in einer Kommune. Dadurch hat er eben sein Jurastudium und Wissenschaftsstudium gemacht und Wirtschaftsstudium. Und dann überlegte er, nachdem er also alles abgeschlossen hat, auch seine Promotion in Göttingen alles abgeschlossen hat, wo gehe ich hin? Und eigentlich könnte man nur vorstellen, naja, dann ist er also in Westpreußen, Ostpreußen, wo die gesamte Familie, da geht er hin. Nein, er ist ganz woanders hingegangen. Gerade dorthin, was für ihn völlig fremd war, also nach Solingen. Das war also eine Stadt, die hauptsächlich von Sozialdemokratie beherrscht wurde. Und er sagte, ach, da gehe ich einfach mal hin. Mach da erstmal mein Praktikum sozusagen. Ja. Und siehe da, er hatte dann gleich die Aufgaben bekommen, die andere nicht so gerne haben wollten. Also musste er sich um die Armenpflege kümmern, musste er sich um den Schlachthof kümmern. Und das hatte er so mit Bravour gemacht, dass er also kurze Zeit später, ein halbes Jahr später, da war er schon Beigeordneter, ja, von der Stadt. Und er hatte also wirklich eine enorme Begabung, auf Menschen zuzugehen, auf Menschen hinzuhören und zu gestalten. Ja. Er war ja, um einen kleinen Sprung zu machen, er war Jurist. Ja. Ne, war Jurist, war im Staatsdienst. Ja. Und hat sich ja politisch, würde ich sagen, auch eher so in der konservativen, ja, Richtung entwickelt. Ja. Zuerst. Und wenn, ja, wir jetzt so auf die Nazizeit gucken, da hat er ja, sag mal, eine ganz besondere Rolle gespielt. Also ihr Großvater Karl Friedrich Görtler war ja, richtig aktiv auch im Widerstand tätig. Ja, das kommt, ja. So, und vielleicht könnt ihr uns mal erzählen, wie er sich so in der Zeit 32, 33 eigentlich dargestellt hat. Ja, da müsste man eben ganz kurz überlegen, weil die doch schon wichtig ist. Also er war ja dann eben in Königsberg Bürgermeister, also der zweite Bürgermeister, nicht der Hauptbürgermeister. Und dann wurde er nämlich auch mit den Stimmen von den Nazis gewählt nach Leipzig.
Und die sagten, das ist so ein fähiger Mann, den wollen wir auch hier haben. Das ist der Fähigste. Und dann kam aber schon 1930 auch schon unter Brüning, wurde er, weil er so auch einen Aspekt hatte von Wirtschaft, ja, dass er Preiskommissar unter der Regierung Brüning geworden ist. Und nachher kam ja dann auch diese 1929, dieser Sturz der Währung und so weiter. Und da bekam ja die NSDAP immer mehr Zustimmung, also fast um 9. Und da wurde er dann auch nachher, am Anfang, als dann Hitler leider die Regierung bekam, wurde er auch dort als Preiskommissar eingesetzt. Weil sie merkten, das ist richtig, dass da einer das etwas leitet. Lassen Sie mich einmal vorgreifen für unsere Zuschauer, weil nicht jeder weiß, Karl-Friedrich Goerdeler war mit in der Gruppe rund um Stauffenberg beteiligt an dem Attentat auf Hitler, das ja bekanntermaßen gescheitert ist. Und er hat sozusagen im Vorfeld ja eine sehr kritische Rolle auch schon gespielt. Das ist das Entscheidende auch so. Also, man muss doch eine kleine Entwicklung auch so. Er hatte ursprünglich gedacht, Hitler könnte man beeinflussen. Ja? Denn er merkt das schon. Also der macht das so mit Gewalt alles. Und brutal auch alles. Und da dachte er, man könnte ihn beeinflussen. Und er sagte, er bleibt bei seinem inneren Standpunkt. Und man wollte jetzt in Leipzig zum Beispiel die Nazi-Fahnen da oben haben. Er hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Ja, ich habe auch über ihn gelesen, dass er so 1932 schon in der Öffentlichkeit geäußert hat, Hitler gehört hinter Schloss und Riegel, richtig, das war, und genau, die das NSDAP war, gehört richtig, verboten. Richtig, er das ist 1933 dann auch schon in jüdische Geschäfte gegangen, 1936 als Bürgermeister von Leipzig dann auch zurückgetreten. Ich habe mich gefragt, ich meine, er ist später, sagen wir gleich nochmal, wie es dazu kam, ermordet worden von den Nazis, aber wie erklären Sie sich eigentlich, dass er im Vorfeld nicht schon einkassiert worden ist von den Nazis? Also man hatte sehr schnell, da muss man auch, tut mir leid, ich muss also noch ein klein bisschen sagen. Als 1936 das Mendelssohn-Bartholdy-Denkmal gegen seinen Willen demoliert worden, da hat er gesagt, so, ich bin jetzt nicht mehr Oberbürgermeister, ich lege mein Amt ab. Und dann hat er eine Stellung von Robert Bosch, der auch seltsamerweise im Widerstand war. Es gibt immer mehr. Und da hatte er also, von dem konnte er da Reisen machen, auch Auslandsreisen. Und jetzt war für ihn wichtig, den Widerstand so groß wie möglich zu machen. Einer alleine schafft das nie. Es brauchen da sehr viele. Und unter anderem ist ja auch hier sehr schön, dass der Nikolaus Groß, wenn man da in das Haus geht, da wird der Name Goerdeler und Nikolaus Groß auch zusammen erwähnt. Ja? Also mein Großvater wollte aus allen Kreisen so viel wie möglich in den Widerstand bringen. Und jetzt kommt das. Das haben die Nazis natürlich rausgefunden, dass da einer unheimlich im Hintergrund wirkt. Und dadurch hatten sie vor dem 20. Juli schon versucht, ihn gefangen zu nehmen. Das gelang also nicht so, aber dann, wie wertvoll er war, also mein Großvater, dass man die größte Summe, die je auf einen Kopf eines Menschen, um ihn zu bekommen, gesetzt wurde, war 1 Million Reichsmark. Ja? Ja. Das wollte man. Man wollte ihn unbedingt bekommen. Und ja. Ja, das meinen wir wissen. Das Attentat hat stattgefunden, ist gescheitert. Mhm. Ihr Großvater konnte fliehen, ist in die Heimat geflohen, ist allerdings erkannt worden, verraten worden von einer jungen Frau
verhaftet und ja. Dann ist er im September 1944 dann auch verurteilt worden und am 2.2.45 dann hingerichtet worden. Ja. Und um mal auf die Brücke ja. zu Ihnen zu schlagen, ja. Das ist ja sozusagen auch eine Last in der Familie, die Ihnen da mitgegeben wurde, die schwer zu tragen ist. Und das Stichwort war Sippenhaft. Was ist dann mit Ihnen, mit den Kindern und Enkelkindern passiert? Was ist Ihnen persönlich passiert? Ja, also man wollte die gesamte Sippe auslöschen. Sowohl bei Stauffenberg als auch andere wollte man auslöschen. Das heißt, mein Großvater wollte uns erstmal in Schutz bringen, das heißt in Katharinenplaisir, das liegt bei Heilbronn. Da hat er gedacht, da sind alle gut aufgehoben. Aber zwei Tage später, nach dem 20. Juli, wurde der ganze Hof umstellt von SS-Leuten und meine Mutter und alle waren auf einmal weg. Ich war nur mit meinem Bruder allein und wir verstanden die Welt nicht mehr. Was ist los? Ja. Sie waren ganz jung, 16 Monate. Ich war neun Monate, ja, also ja, genau, ja, ja, ja. Und dann war es so, dass ein Nazi-Pächter dahin kam. Das war so ein kleines Gut, also so ein kleiner Bauernhof, so ein Nazi-Pächter, und der hat uns schikaniert. Vor allem meinen Bruder erstmal, wenn der also irgendetwas gemacht hat, wenn der nur geweint hat, weil seine Mutter nicht da war, wurde er im Schweinestall eingesperrt. War das schon in Bad Sachsa? Nein, das war noch in Katharinenplaisir. Ja, es gibt also mehrere Stationen, in Katharinenplaisir. Und ich hatte nachher später mal, wollte einfach mal wissen, was ist eigentlich mit mir passiert? Und habe jemanden, also der Seitzinger, der so ein Heimatforscher da in der Gegend, da in Heilbronn, gefragt, ob er da mal jemanden noch finden könnte. Er hat zwar jemanden gefunden, aber die wollten nichts sagen. Denn ich hatte das Gefühl, ich habe geschrien, und ich wurde überhaupt nicht beachtet. Und dann habe ich aufgegeben. Dann war ich still. Und habe im Grunde genommen nichts mehr gesagt. Ich bekam ja auch keinen Zuspruch. Es gab keinen, außer meinen älteren Bruder, der kam ab und zu und man machte so kleine Bewegungen. Aber zu mir sprach kein Mensch. Dadurch konnte ich natürlich auch nicht sprechen. So, und jetzt kommt Folgendes. Nach Katharinenplaisir wurden wir auf einmal abgeholt. Wieder abgeholt. Wohin? Weiß man heutzutage nicht. Auch selbst in Berlin, alle Behörden weiß nicht, wohin wir hingebracht worden. Und jetzt kommt das Besondere. Am 7. Februar, nachdem mein Großvater am 2. Februar 1945 erhängt wurde in Plötzensee, also ermordet. Am 7. Februar kam man nach Bad Sachsa. Warum genau am 7. Februar? Das war interessant. Die Christa von Hofacker hat Tagebuch geführt in Bad Sachsa. Da waren ja insgesamt am Anfang so 44, die haben mal Tagebuch geführt. Und er hat gesagt, heute Abend kamen zwei ganz verheulte Kinder an. Bad Sachsa, vielleicht nochmal eben zur Erläuterung, ist ein Ort, an dem Kinder von Nazi-Attentätern, als Verbrecher Terroristen, sozusagen kaserniert wurden und umerzogen werden sollten für Führer. Ja. Das Land, Vaterland und das Gott sei Dank sozusagen keine lange Phase hatte, keine lange Lebensdauer. Ne? Da haben sie eine Weile gewohnt, gelebt, mit anderen Kindern gemeinsam. Wie lange sind sie da genau gewesen in Bad Sachsa? Ja, das ist also eigentlich noch, der Krieg war schon vorbei. Ja, und meine Mutter, das ist wahrscheinlich jetzt hier zu weit, also was die also auch alles erlebt hat.
die wurden ja in der Zwischenzeit von KZ zu KZ geführt, aber in so einer Sonderbaracken. Also ob das nun Stutthof, also liegt bei Danzig, oder nachher Dachau. Die wurden also immer von einem zum anderen KZ geführt und bis in die Dolomiten. Und nachher, am Ende April, Mai, als die Amerikaner dann kamen, da wurden sie schließlich befreit. Für meine Mutter war das aber jetzt gar nicht so ein Hochgefühl, denn sie wusste nicht, wo wir waren, ob wir überhaupt noch leben. Ja. Sie wusste gar nichts. Und dann wurden wir noch, also von den Amerikanern wurde meine Mutter noch lange verhört und meine Eltern dann nachher auch. Und erst im Juni, Juli hat meine Mutter gesagt, das muss eigentlich, die sind wahrscheinlich in Bad Sachsa. Das waren dann so 5 Monate ungefähr, die sie da waren? Von Februar bis Juli, genau. So lange waren wir da. Wir waren auch die Letzten, die da waren. Alle anderen wurden abgeholt. Nur meine Mutter wusste eben nicht. Die war nach Hamburg zu ihrer Mutter hingefahren. Und dann hatte sie einen britischen Offizier gefunden, der sagt, ich bringe sie nach Bad Sachsa. Denn das war zum Glück jetzt, also Bad Sachsa auch unter britischer Hoheit, vorher war es unter russischer. Das war das Glück. Und insofern fuhr sie dahin und da hatte sie uns dann beide erkannt. Und mein älterer Bruder, der sprang vor Freude und hoch und hatte sich verletzt und sagte, diese Narbe behalte ich immer noch. Und jetzt kommt hier und dann hätte sich mein Bruder zu meiner Mutter, meine Mutter zu mir hingeführt und sie war entsetzt. Der kann ja noch gar nicht sprechen. Der kann nicht gehen. Der kann gar nichts. Und die war so entsetzt eigentlich und sagte, das ist doch gar nicht möglich. Also Sie haben insofern, ich meine, das ist ein schweres Trauma für Kinder, ne? Von ihren Eltern sozusagen entzweit zu werden, keine Zusprache zu haben, keinen Zuspruch, nicht wirklich betreut zu werden, begleitet zu werden, auch wenn es eine kurze Zeit war, aber es war sehr, sehr einschneidend für Sie. Jetzt hatten Sie auf der anderen Seite das Glück, viele andere Kinder hatten das nicht, dass Sie Ihre Mutter überhaupt wiedergefunden oder das ist Sie richtig. Also das haben. Ist schon, ja, das ist schon toll. Das ist erstmal also was toll ist, dass sie jetzt nicht umgekommen ist auf in einem KZ. Ja. Das Trauma hat sie ihr Leben lang begleitet. Ja. Und das hat sie bis heute beschäftigt sie das. Ja. Können Sie mal sagen, wie hat sich das eigentlich so auf Ihr Leben ausgewirkt und wie haben Sie sich weiterentwickelt? Ja, man kann das sagen, der Unterschied zwischen meinem Bruder, der also ja nun älter war, der hat das alles mit Bewusstsein erlebt, die ganze Zeit. Ein Jahr waren wir ja getrennt voneinander. Die ganze Zeit mit Bewusstsein erlebt. Und dadurch, der war so begabt, der hat also in der Schule nachher gleich 2 Klassen übersprungen, gleiche, in der Grundschule, also in der Volksschule. Der war also hochbegabt, während bei mir genau das Umgekehrte. Ich bin nachher also im Gymnasium 2-mal sitzen geblieben, 2-mal. Und meine Eltern merkten irgendwas, ich war im Grunde genommen nie richtig bei der Sache. Ich hatte immer so ein Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Und das Tollste war ja, ich habe einmal auf dem Löschblatt ein Hakenkreuz gemacht. Meine Mutter sieht das. Oh Karl, was ist denn los? Ja, diese Zeit, das Gesamte, was damit zusammenhängt, das hat mein Leben unheimlich geprägt. Und nachher hatte mir jemand gesagt, ein Arzt, als ich dann Herzrhythmusstörung bekam,
Sie müssen unbedingt eine Traumatherapie machen. Mhm. Anders geht das nicht. Mhm. Ja. Ja, ich meine, Sie haben das gemacht. Ich habe das gemacht, Sie haben ja. Dann lange Zeit, so, haben Sie mir ja schon auch erzählt, ja. In Therapie gewesen. Ja. Das hat Sie auf einen Weg geführt, was Ihre eigene, auch berufliche Entwicklung richtig, betrifft. Richtig, richtig, richtig. Die ja letztendlich positiv war. Ja, ja, ja. Sagen Sie uns mal, ja, es war so, also letzten Endes hatte ich immer gesagt, ich war ja im Grunde genommen, hatte keinen Grund mehr, also auch das Vertrauen war sehr gestört und da habe ich mir gedacht, was machst du in deinem Leben? Versuche, dem Grund des überhaupt alles Lebens nachzugehen und dadurch habe ich Theologie studiert und habe dann in dem Beruf des Pastors, im Norddeutschen heißt der Pastor, hier ist ja mehr Pfarrer heißt der, bin ich dem nachgegangen. Und ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung. Ich kam nämlich immer wieder auch mit Menschen, die sehr viel Verletzungen erlebt haben oder auch schwieriger, wenn ein Kind mit 7 Jahren stirbt und so weiter. Und da konnte ich die begleiten, weil ich da solche ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Und das fanden die also so, die sagten, das Wichtigste war gar nicht, was sie so viel gesagt haben, sondern ihr Mitgefühl. Ja. Denn am Anfang hatte ich also, als ein Kind gestorben war, erstmal mitgeweint. Mhm. Ja? Einfach, weil ich das merkte, welche Verletzungen da sind, welche und wie die überhaupt das überwinden kann. Ja, und dann habe ich das also so lange bis zur Pension da gemacht. Und heutzutage mache ich, dass ich im Hospiz bin. Ja, ja. Wieder im Hospiz, um mit Menschen, die sterben, um denen einen Halt zu bieten. Denn mir hat dieser Halt, dieser Grundhalt eines Lebens, der Begriff Gott ist zu wenig, also der sagt er zu wenig, aber ich sage einfach der Urgrund alles Lebens, ja. Ich habe den für mich wahrgenommen, gespürt und konnte also auch, kann auch jetzt im Hospiz vielen Menschen da Hilfe sein. Und das ist das Schöne. Aber es bleibt eben nicht nur bei den traurigen Sachen, sondern gestern war ich also auch wieder im Chor und singe gerne und sowas. Und das ist also auch, und Garten und so. Also es bleibt nicht bei diesen Traurigen. Aber ich muss immer wieder sagen, so wie das auch jetzt hier, dass mir immer, wenn diese Dinge besprochen werden, immer wieder die Tränen kommen. Ja. Damit lebe ich. Das ist so. Das gehört zu Ihnen. Ja, das gehört zu mir. Und ich meine, was ich sehr schön finde, Herr Gördeler, ist, dass, was Sie jetzt erzählt haben, doch auch zeigt, dass Ihre Seele doch noch eine Heimat gefunden hat. Ja, ne? ja, das ist auch gut, ja, dass man einen Rückhalt hat. Ganz herzlich für unser Gespräch heute bedanken, dass Sie bei uns waren. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön.